Also, was soll man jetzt erzählen? Ja. Hallo! Hi. Hallo aus Südengland. Hinter uns ist unser mega schönes Airbnb-Haus. Nur zu empfehlen. Richtig, richtig geil, dieses Ding. Und günstig. Und wir sind hier. Gut und billig, ne? Gut und billig. Immer nice. So. Ja, die denken wieder hier rich und so. Aber nee, das war eins der günstigsten Angebote bei Airbnb, witzigerweise. Ja. Wir sind nach England geflogen. Weil wir drei Kornkreisjäger sind. Ja, wir sind, also um genau zu sein, sind wir Kornkreisforscher. Ja. Der Marc ist der erste Vorsitzende unserer kleinen, soll man sagen, Forschungsgruppe Kornkreis. Nein, wir haben einfach super viele Dokus dazu gesehen und wir hatten mega Bock, mal nach Südengland zu fliegen, weil hier in Südengland ist halt so eine Region, die heißt Wiltshire und da treten so im Juni, Juli immer jedes Jahr ganz viele Kornkreise auf. Und dann haben wir gesagt, dann fliegen wir doch einfach mal hier hin und hoffen, dass in der Zeit hier ein Kornkreis entsteht und wir wirklich mal in einen reingehen können. Und wenn ihr wissen wollt, welche Dokus wir geguckt haben, die gibt es auch auf YouTube und zwar die neue Feldordnung Teil 1 und 2. Das sagt er zu jedem. Ich sag das zu jedem und ich sag das auch immer relativ ironisch, meine es aber ernst. So, und verlinken euch die mal in der Infobox. Ja. Auf jeden Fall wussten wir, kurz bevor wir geflogen sind, so scheiße, es ist gerade ein Kornkreis entstanden. Das heißt, vielleicht entsteht jetzt keiner, wenn wir da sind. In den konnte man aber auch nicht rein, weil das Ding ist halt auch noch immer, dass die Farmer ja selber entscheiden können, machen sie diesen Kornkreis zugänglich für Besucher oder nicht. Es gab aber noch einen, beziehungsweise zwei, die waren so 2 Wochen und 1 Monat alt. Und in die konnte man noch rein. Deswegen sind wir da natürlich auch direkt hingefahren. So, also vor 2 Wochen sind hier 2 Kornkreise aufgetaucht. Crop Circle Car Park. So Leute, guckt mal. Hier steht CC für Crop Circle. Und das ist hier so beschildert. Hier müssen wir rein. Yay! Und hier lagen. Boah, warte, gleich sind wir drin. Warte, das müssen wir gleich gemeinsam machen. Aber da sitzen voll viele Leute, also sind voll viele Leute noch, obwohl der schon 2 Wochen alt ist. Und die haben sich da alle so auf den Boden gesetzt. Voll witzig, wie Chris sagt, die meditieren für mehr Kreise. Jetzt gleich gehen wir über die Linie. Ja. Dann los, bewegen sich los, unsere Füße auf dem magnetischen Feld. Endlich! Letztes Jahr wollten wir eigentlich schon, ne? Endlich! Voll das Zeug hier. Crazy. Chaka. Wir müssen jetzt tanzen und uns in die Arme fallen. Abgerissen. In den kamen wir auch nicht mehr rein, weil wir zu spät dran waren. Ja, aber wir haben ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Krass, ja. Schön. Extrem cool. Ja. Thank you.
ist ja immer ein bisschen Risiko, dann hier hinzufliegen, weil man weiß ja nicht, haben die Aliens noch Bock, einen Kornkreis zu machen, wenn man gerade da ist? Ja. Und da die jetzt nicht so Bock hatten, als wir da waren, sind wir halt erstmal in die Alpen gegangen. In die Alpen? In die alten Kornkreise. Aber erstmal kurz zu dieser holländischen Gruppe, die da so schön in dem Kornkreis drin saßen. Da haben sie ja noch diesen Kreis im Kreis gebildet quasi. Das war ganz witzig. Ja, da gibt es halt so Leute, die sich einfach ihr Leben lang nur mit diesem Thema beschäftigen. Voll krass. Ja, völlige Spinner. Also, ne? Und wir sitzen hier, machen gerade Video. Ja, aber es war das erste Mal und wir hatten auch Bock auf Südengland. Das ist auch mega schön hier in die Gegend einfach. Wir waren auch bei Stonehenge. Joyce hat ganz viele schöne Instagram-Fotos gemacht. Mhm. Ja, so ist aber eigentlich. So ist schön, so ist schön, ja. Guck so mal, warte mal, ich glaube, da eins war dabei, das war das da ist schön. Ja. Das hier war niemand hier. Ja, da kann ich mal in die Kamera gucken, wenn du so einen hast. Ja, das ist cool. Ne? So. So ist schön. Ja, das ist Instagram Reels von Marc. Filmst du oder was? Das ist so geil. Wir müssen eigentlich Instagram versus Real Life müssen wir in echten Situationen filmen, in Sketch. Ja, das meinte ich ja. Wir können ja machen, dass, wenn das Video jetzt online kommt, können wir alle drei Bilder posten aus dem Kornkreis. Aus dem Kornkreis. Ja, stimmt, ja. Wir haben richtig coole Fotos im Kornkreis gemacht. Mit der Drohne auch. Das ist halt mega geil, wenn man so eine Drohne hat, weil wenn man in diesem Kornkreis drinsteht, checkt man gar nicht, was sich da eröffnet aus der Luft. Da würde man als Mensch gern einfach auch mal so hochgehen können und gucken können, wie es von oben aussieht. Das ist halt schon mit so einer Drohne sehr beeindruckend, auch die Größe von so einem Kornkreis. Ja, und dann ist noch einer entstanden, als wir hier waren, vorgestern, ne? Über die Nacht einfach. Ja, und genau auf der anderen Straßenseite von Stonehenge, also hier ist Stonehenge, dann ist so eine Straße und auf der anderen Seite ist dieser Kornkreis entstanden. Aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind mit der Drohne illegalerweise ist der Markt ganz krass drüber geflogen. So Leute, es ist heute über Nacht ist wieder ein neuer Kornkreis entstanden. Leider steht nirgendwo, wo der genau ist, beziehungsweise der ist nicht in der Nähe von der Straße, der ist nicht begehbar. Aber es gab ein Drohnenvideo im Internet und jetzt haben wir uns einfach hier an der Autobahn in so eine kleine Parkschleuse gestellt und haben hier die Drohne hochgeflogen an diesem Breitengraden, wo das sein soll. Die Drohne fliegt da oben und jetzt haben wir den tatsächlich da entdeckt. Aber hier ist so eine Flugwarnzone, das heißt, wir dürfen hier eigentlich nicht fliegen. Aber der sieht echt spooky aus, vor allem der ist so mittendrin. Man konnte auch auf der, bei Google Maps konnte man auch gar nicht finden, wo der genau ist. Wir haben das nur so erraten und dachten, wenn wir mit der Drohne hochfliegen, dann sehen wir bestimmt, wenn der irgendwo hier ist. Ein bisschen in die Richtung. Aber nur ein bisschen, nur ein bisschen. Da sieht man jetzt besser. Und auch nicht großartig höher. Nicht höher, weil wenn hier nachher... Hier ist so ein Weg, aber da kommen wir auch nicht hin, oder? Da kommt man nicht drauf, das wäre ja auch nicht. Der sieht ja geil aus. Guck mal, Chris. Jetzt kommt er. Ja, das ist echt geil. Wir haben exklusives Material. Ja, gut. Sogar schon eine Warnung auf dem Bildschirm bekommen, dass wir da nicht fliegen dürfen. Bestimmt wegen Stonehenge, weil da sonst jeder drüber fliegen würde. Aber da sind wir ja gar nicht drüber geflogen. Ja. Dummerweise, wir hätten mal kurz nur einen Abstecher über die Straße machen ja, müssen. Ja, hätten wir das gewusst. Also. Ja, bei diesen anderen Kornkreisen, bei diesen zwei Kornkreisen, da stand halt so ein Typ vor seinem VW-Bulli, so Hemd offen wie so ein... Ja, wir haben den leider nicht gefilmt. Wir hatten noch überlegt, den zu der filmen. Der hätte nämlich, bestimmt auch Bock gehabt. Aber, der hat auch gesagt, er opfert oder er widmet sein Leben den Kornkreisen, filmt auch ganz viel. Und der stand da halt und hat Eintritt genommen für die Krebshilfe. 3 Pfund pro Person. Genau, und der hat dann auch immer ganz viel dazu erzählt. Und der meinte halt, bei diesem Kornkreis, der jetzt entstanden ist, der Farmer wäre ein Devil und deswegen lässt er da auch keinen rein in diesen Kornkreis. Außerdem ist das Gruselige, dass dieser Kornkreis das Zeichen der biochemischen Waffe oder ist? Biochemisches Gift oder wie genau auch immer. Googlen, was das war. Aber der entspricht auf jeden Fall genau diesem Zeichen und auf jeden Fall meinte der Typ, die Aliens wollen uns warnen. Wir waren auch übrigens die zweiten Leute erst, die den so abgefilmt haben. Also ja, es gab ein Drohnenvideo vorher im Internet und dann kamen wir. Ja, und dann kamen wir. Also mega geil, dass wir den gefunden haben und wie unecht das aussieht von oben, ne? So. Ja. Wie so gefotoshoppt. Mega ja, krass. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir den jetzt finden. Überhaupt nicht. Krass, voll geil. Vor allem, wir haben den nicht gesehen. Ja, Marc hat den entdeckt da hinten. Meinte, da ist er doch. Achso, du fliegst rückwärts zurück. Ich flieg zurück, ja. Okay, rückwärts ist okay, ne? Chris, ja, ich bin immer so Schisser bei solchen Sachen, bei so illegalen Sachen. Ne? Ja, ja, ja. Nee, ja mit, der Drohne, mit der Drohne bin ich irgendwie mega Schisser. Ja, ja, ist aber auch richtig so.
Weil ich auch immer denke, irgendwie das Scheißteil stürzt ab oder so. Aber das ist echt heftig. So auf so einem riesen Feld, ihr müsst euch vorstellen, hier in England finde ich Felder noch mal 10-mal größer als bei uns in Deutschland. Kannst du nicht mit so einem Bauernfeld vergleichen. Aber, und dann in diesem Feld noch mal so ein, weiß ich nicht, wie groß ist das? Egal, ob man jetzt dran glaubt oder nicht. Egal, wodurch das jetzt entstanden ist. Ne? Ist trotzdem sehr beeindruckend. Also es ist so oder so einfach mega beeindruckend. Deswegen guckt euch diese beiden Doku, die erst neue Feldordnung Teil 1 und 2. Das ist wirklich eine interessanteste Dokus, die ich je gesehen habe. Und das meine ich wirklich, wirklich ernst, auch wenn ich es jetzt lustig sage. Alles in allem mit dieser schönen Wohnsituation, mit der schönen Natur und den schönen Gebäuden in Südengland und den Kornkreisen. Und den schönen Insta-Fotos auf Marks Kanal. Dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen nächstes Jahr hier wieder hinfahren, hinfliegen. Das ist jetzt ein Deal. Weil das so cool war, auf jeden Fall, diese Reise. Leider ist sie morgen früh vorbei. Ja, schade. Ich will mal gucken. Ich glaube, wenn wir von so gefilmt hätten, hätten wir viel geileres Licht gehabt. Wir könnten jetzt so die Abmoderation machen. Hallo und herzlich willkommen. Nein. Was kann man sagen? Ja, dass die Leute einen Daumen nach oben geben sollen, dass wir für dieses Video extra nach Südengland geflogen sind, auf eigene Kosten. Das war kein Product Placement oder sonst irgendwas von den Aliens. Die haben bezahlt. Sponsored Werbevideo von Aliens. Lass uns das oben einblenden. Ich hatte bei Insta-Story eine Umfrage gemacht. Wer von euch hat schon mal einen Kornkreis in Real Life gesehen? Und da war jeder Zehnte, der das gemacht hat. Das glaube ich nicht. Schreibt, also wer wirklich mal in so einem Kornkreis drin gestanden hat von euch, schreibt das bitte in die Kommentare. Ja, und falls ihr Bock habt, dass wir nächstes Jahr wieder so eine Dokumentation rausbringen und mehr Kornkreise hoffentlich filmen, obwohl das waren eigentlich schon sehr viele. Voll viel dafür, weil wir haben gedacht, es könnte auch passieren, dass wir gar keinen zu sehen haben. Ach ja, und viele Grüße an Wolfgang und Christiane, ne? Die haben wir leider auch nicht gefilmt. Die haben wir aber bei unserer Kornkreissuche kennengelernt. Sind leider noch keine Kornkreis-Enthusiasten. Ja. Ich habe ihnen die Dokumentation Die neue Feldordnung Teil 1 und Teil 2 empfohlen. Wolfgang, ich hoffe, du guckst das. Die sind total cool gewesen. Ja, mega. Und wir gehen so mit denen über so einen Hügel. Und von diesem Hügel aus konnte man halt die Kornkreise so unten im Feld sehen. Und wir reden so mit denen. Und die meinten so, warum seid ihr hier? Wir so wegen den Kornkreisen. Och, Kornkreise? Und ich so, ja, da ist einer. Und er guckt so, och. Boah, krass. Voll geil, hatte der noch gar nicht bemerkt. Gut, das war's. Tschüss. Das ist ein Video. Ach, das ist ein Video. Ah, ich hab doch extra auf Dingens gedrückt.